Unser nächstes Projekt ist der Fahrplan Datengarten. Und die Projektideen bei Jugend Hackt, die entstehen ja immer aus ganz unterschiedlichen Motivationen heraus. Und bei diesem Projekt war eine dieser Motivationen unter anderem gerechter Zorn. Es geht nämlich um Verspätungen bei der Deutschen Bahn. Und Freitagabend, als diese Projektidee vorgestellt wurde, habe ich einen Teilnehmer auf der Bühne sagen hören, der Zug, in dem ich saß, war verspätet. Genau, und deswegen hatten offenbar auch noch andere Jugendliche auch ein Problem damit oder wollten sich gerne mit diesem Thema auseinandersetzen. Deswegen haben wir am Ende 6 Leute, die sich damit auseinandergesetzt und beschäftigt haben mit den Verspätungen bei der Deutschen Bahn. Und was sie da bei diesem Fahrplan-Datengarten genau gemacht haben, erklären uns jetzt Simeon, Jan-Andrei, Leo, Felix, Lukas und Anna einen ganz herzlichen Applaus. Bitte schön. Hallo. Hallo, wir sind das Team von Fahrplan Garten Daten und wir wollen euch jetzt mal zeigen, was wir so Schönes gemacht haben. Also, unser Problem war es zuerst, dass die Deutsche Bahn die Fahrplanzeiten oft nicht einhält. Und deshalb wollten wir eigene Systeme. Okay, also es ging halt darum, dass die Deutsche Bahn ja nicht gerade sehr pünktlich ist und das wollten wir halt eben mal protokollieren und mal zeigen, wie das so aussieht. Das Problem ist nämlich, dass die Deutsche Bahn diese Daten direkt nach Ablauf der Fahrt löscht und deswegen dachten wir, dass es vielleicht sinnvoll wäre, die zu speichern. Das heißt, wir haben uns dafür entschieden, eine Web-App zu machen, wo eine Statistik einzusehen ist, wie viele der Züge an einer Station gerade pünktlich sind oder verspätet sind. Außerdem gibt es noch die Möglichkeit, nach Eingabe einiger Daten ein Fahrgastrechtsformular zu erstellen, wo man dann direkt sein Ticket erstatten kann. Genau, jetzt ist natürlich die Frage, was hat das denn bitte mit Umweltschutz zu tun? Das ist relativ einfach. Wenn Bahnfahren weniger frustrierend ist, dann fährt man auch mehr Bahn. Also wenn man immer verspätet ist und wenn man das irgendwie nicht nachschauen kann, nicht so richtig oder einfach nur aktuelle Daten hat und die vielleicht auch gar nicht stimmen, dann ist es immer ein bisschen kacke. Und wir haben das mit integriert, also wir sind eigentlich ursprünglich 2 Projekte gewesen. Wir waren Fahrplan, Daten, Garten und Verspäti. Wir sind aber nur zu 6 gewesen, das heißt, wir haben zusammengelegt. Und bei Verspäti wird eigentlich im Endeffekt nur das Fahrgastrechtsformular ausgefüllt. Das haben wir mit integriert in unsere Bahndaten, die wir ja sowieso schon hatten wegen dem anderen Projekt. Wir haben uns aufgeteilt in Backend und Frontend, weil wir mussten uns aufteilen, das war ein bisschen kompliziert. Und dann haben wir probiert, das irgendwie umzusetzen. Wir haben die Daten ausgewertet, dazu kommt noch mehr. Und im Endeffekt hat es sogar funktioniert. Das heißt, wir sind fertig geworden heute. Und ich gebe mal weiter an Leo, der erklärt euch den Rest. Ja, ich erzähle erstmal etwas über die Daten, die wir auch bekommen haben. Also wir haben erstmal nur die Daten der Deutschen Bahn genommen, da aus dem Fahrplanauskunftssystem HAFAS und die Haltestellenliste als CSV aus dem Open Data Portal der Bahn und haben die halt umgewandelt in unsere Datenbank. Und dabei gab es natürlich aber auch manche Probleme. Das Problem mit HAFAS ist, dass es HAFAS ist von Siemens hergestellt und da es ist etwas kompliziert gemacht. Es gibt keine Anleitung und da gibt es so beispielsweise so Sachen wie SVC, RESL. Was ist das jetzt doch gleich? Und wir können nur pro Bahnhof abfragen. Das ist dann, macht alles wesentlich komplizierter. Und wir haben es aber trotzdem gut gelöst. Und dann machen wir weiter. Also fürs Frontend haben wir JavaScript benutzt. Das ist eine Programmiersprache, um die Daten vom Backend ins Frontend zu bekommen. HTML für das Grundgerüst der Webseite und SAS für die Verschönerung. Für das Backend, das haben wir in der Programmiersprache Python programmiert, zusammen mit dem Framework Django. Und da die Zeit sehr knapp ist, überspringe ich jetzt die Live-Demo. Ich kann so ein paar Bildschirmfotos zeigen. Die Bildschirmfotos sind quasi die Live-Demo, nur halt in schneller.
Also zum einen gibt es hier da so ein schönes Tortendiagramm, da ist zu sehen, wie viele Züge pünktlich sind und wie viele verspätet in diesem aktuellen, sehr beschränkten Datensatz. Und der aktuell verspäteste Zug hat 11 Minuten Verspätung und von den verspäteten Zügen ist die Durchschnittsverspätung aktuell 10 Minuten. Dann gibt es hier das Formular, das ich für das Fahrgastrechteformular ausfüllen kann. Und da fällt dann fertig so eine PDF raus, die kann ich ausdrucken und an die Bahn schicken. Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Kommt mal nach vorne. Danke sehr. Vielen Dank auf jeden Fall an Joel für den wunderbaren Titel. Und ja, thank you for choosing in Hutt. Take care and goodbye. Sehr gut, kommt mal hier nach vorne. Auch wieder eine fantastische Idee, völlig aus dem Leben gegriffen. Ich glaube, alle im Publikum haben mit euch mitgeschwungen. Ich hätte gerne mal gewusst, wer von euch hat schon mal ein Fahrgastrechteformular ausgefüllt von euch auf der Bühne? Hand hoch. Wer hat es gemacht? Okay, auf jeden Fall schon mal drei Leute mehr als ich. Wer im Publikum hat schon mal ein Fahrgastrechteformular ausgefüllt? Ja, das sind mindestens 50%, würde ich sagen. Aber könnt ihr jetzt noch mal ganz kurz ein bisschen genauer erklären, wie dieser technische Teil mit dem Fahrgastrechteformular passiert? Weil du hast gesagt, das wird ausgefüllt, dann fällt das da rein, dann fällt das da raus. Ich frage für eine Freundin, wenn mein Zug jetzt Verspätung hätte, was müsste ich denn genau tun? Also, aktuell ist es so, alle Daten müssen noch per Hand ausgefüllt werden. Der Plan ist aber, und so haben wir das Ganze auch aufgebaut, dass es sehr leicht erweiterbar ist mit Plugins. Mhm. Also irgendwann soll es dann so sein, dass ich einfach nur noch den Zug angebe und von wo nach wo ich gefahren bin. Mhm. Und dann gibt es eine PDF offiziell von der Bahn. Und die Software, die wir geschrieben haben, die füllt dann die einzelnen Felder in dieser PDF mit den Daten aus. Und was auch ein Plan ist, ist, dass wir das Ganze erweitern, dass wir die ganzen Fahrplandatensätze von Verkehrsverbünden deutschlandweit und wenn möglich sogar noch größer, sammeln, in einem schönen Datenformat bereitstellen und dass andere das dann für andere Dinge nutzen können. Das heißt, in der Zukunft, inshallah, wenn alles klappt, habe ich dieses PDF von der Deutschen Bahn, gebe nur noch an, das und das war meine Zugverbindung, die war zu spät und dann, Magie, ist das PDF ausgefüllt, mehr oder weniger, und ich kann es direkt abschicken. Ja. Super, sehr gut. Eine Frage noch? Ja, sehr gut. Da kann man schon mal applaudieren, das finde ich auch. Was mich ja auch immer ganz besonders interessiert, wer von euch hat denn das allererste Mal zum Beispiel mit einer neuen Programmiersprache gearbeitet? Vielleicht ein oder zwei Beispiele von euch, jemand, der was ganz Neues angefasst hat dieses Wochenende bei Jugendtakt, womit er oder sie sich noch nie beschäftigt hat. Also nicht ganz, ganz neu, aber ich habe bis jetzt immer nur Sachen in Java gemacht meistens und jetzt haben wir halt, das Backend basiert halt auf Python und deswegen war das für mich relativ neu. Da musste man sich erstmal ein bisschen reinfuchsen. Ja, nicht schlecht, aber dann hast du deinen Horizont ja ordentlich erweitert. Noch jemand mit einem Beispiel, was er oder sie Neues gemacht hat? Oder habt ihr alle Sachen gemacht, die ihr eh schon gut konntet? So, hat jeder das gemacht, wo er oder sie schon Fachperson war? Also ich glaube, wir haben alle was dazugelernt. Das kann man vielleicht dazu sagen. Ich glaube, wir haben wirklich alle irgendwie was gelernt, aber so viel Neues war jetzt bei uns vielen nicht, weil wir schon... Naja, und ihr habt ja mindestens gelernt, wie man der Deutschen Bahn es heimzahlen kann. Beziehungsweise wie die es einem selber wieder zurückzahlen. Vielen herzlichen Dank nochmal für dieses coole Projekt. Merci. Ihr geht da runter.